Wir wollen uns einmal WP Bakery Control anschauen. Das ist eine Software, mit der der Bäcker seine Produktion planen und optimieren kann. Und zwar von der Waage, von ganz vorne bis zum Ofen und zur Vakuumzelle, was wir alles von WP liefern. Der Haupteffekt ist, dass er eine effiziente Produktion erreichen kann und damit zum Beispiel Energie spart, aber auch frischere Produkte ermöglicht. Eine Hauptfunktion ist die Produktionsanalyse, wo man die einzelnen Rezepte sieht und erkennt, ob die Produktion schon optimiert ist, ob wenig Lücken, wenig Leerzeiten zwischen den Rezepten sind und möglichst komprimiert und spät angefangen wird zu backen. Man kann dann als weitere Funktion seine Rezepte zentral verwalten. Das heißt, ganz bequem für alle Öfen, auch in den Filialen, kann ich alle Rezepte kontrollieren, vergleichen und sicherstellen, dass alle Öfen konstant gleich backen. Und ich kann in der täglichen Produktion meine Öfen überwachen und sehen, welcher Ofen backt welches Rezept, wo muss ich einen Wagen rausziehen, welche Temperaturen habe ich. Ich kann Temperatur und Backzyklen protokollieren, abspeichern als Chargenverfolgung. Das heißt, ich habe meine Bäckerei wirklich unter Kontrolle. Und jetzt zu diesen Zeiten ist eine andere Funktion noch interessant geworden, nämlich die Energieoptimierung. Das heißt, dass ich schaue, wie ich meine Produktion verbessern kann, um weniger zu verbrauchen. Dazu können wir die einzelnen Öfen anschauen. Wir können die Gesamtproduktion analysieren oder einzelne Rezepte und erkennen, welches Rezept denn vielleicht zu verbessern ist. Und so können wir mindestens 10% einsparen, nur durch Verbessern der Organisation. Und dann haben wir noch eine neue Funktion, die Behälterverwaltung für Kessel und für Stickenwagen. Bei den Kesseln funktioniert es so, dass man einen RFID-Chip verwendet, der an der Waage, am Kneter und am Hebelkipper erkannt wird und dann wird den Kesseln das Rezept zugeordnet. Man sieht, wie die Zeit läuft und wie die Kessel durch die Produktion wandern. Und der Bäcker erhält dann eine sogenannte Gärzeitkontrolle. Wie am Bahnhof sieht man, welcher Kessel fährt als nächstes ein und muss als nächstes behandelt werden, sodass man möglichst Fehler vermeidet und damit wieder eine bessere Qualität erreicht. Und das ist jetzt auch verfügbar für Stickenwagen. Dort verwenden wir solche QR-Codes, die auf dem Wagen angebracht werden und von oben erkennt ein Scanner, welcher Wagen in den Ofen fährt oder in die Vakuumzelle oder in die Kühlung. Und dann kann ich alle Temperaturkurven miteinander vergleichen und erkennen, warum meine Produktqualität vielleicht abweicht oder was ein besonderes gutes Ergebnis ist. Bäckerei 4.0, ein wichtiger Begriff hier in der heutigen Zeit. Wir wollen die Bäcker dabei begleiten, ihre digitale Reise zu beginnen, dass sie wie hier auf dem Bild zu sehen, wie ein Schmetterling sich entwickeln können. Und es gibt vier Prinzipien bei 4.0. Es geht los mit der Vernetzung. Unsere Geräte sind alle in der Lage, dass man sie vernetzen kann. Schon seit Jahren haben sie solche Schnittstellen. Mit den Daten, die wir gewinnen, können wir Transparenz schaffen in der Produktion. Wann ist was passiert, wo ist welcher Wagen und so weiter. Und können dann dem Bäcker assistieren und ihm Vorschläge machen, wie er besser werden kann, um zu einer optimierten Produktion zu kommen.